einer Welt, in der mutige Menschen, die die Wahrheit aussprechen und die Lügen und Verbrechen der Mächtigen aufdecken, härter bestraft werden als die eigentlichen Täter. Wir leben in einer Welt, in der ein Mensch, der die Kriegsverbrechen der USA im Irakkrieg und auch viele andere publik gemacht hat, um sein Leben fürchten muss. Julian Assange hat das nicht für sich getan. Julian Assange hat das für uns getan. Für die Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Und daher ist es wichtiger denn je, dass wir alle Whistleblower unterstützen und ihnen als Zeichen der Solidarität, Mut, Kraft und Hoffnung mit diesem Song spenden. Das hier geht raus an alle Whistleblower, an alle Wahrheitssucher, Kämpfer für Gerechtigkeit und Mutigmacher, an Chelsea Manning, Edward Snowden, an WikiLeaks, Assange, Fake News Media, ihr habt gelogen. Ihr labert ständig rum von Meinungsfreiheit, doch wenn die Meinung nicht die eure ist, sperrt ihr sie ein, die Meinungsfreiheit. Wenn's euch nicht passt, kommt die Zensur. Von KenFM bis Gunnar Kaiser läuft die Ausgrenzung in einer Tour. Wer kritisiert, der wird hier diffamiert, wird abkassiert, das diffamiert und letzten Endes eiskalt abserviert. Das Ganze findet statt in Deutschland, indem ich 89 auf die Straße ging, statt Gold wie Stroh fand. Deutschland, warum gibst du Snowden kein Asyl? Deutschland, Waffenlieferungen viel zu viel. Deutschland, Julian Assange, Gewissensbisse. Was suchen Deutschsoldaten an der russischen Grenze, bitte? Deutschland, denkst du wirklich, du bist souverän? Deutschland, willst du wirklich, dass wir untergehen? Deutschland, Heine, Goethe, Schiller, Gewissensbisse. Wie sehr ich deine Kultur, die Sprache, Tradition vermisse. Free speech, free Assange, free freedom. Free speech, free Snowden, free freedom. Free speech, free many, free freedom. Free whistleblower, free whistleblower. Free speech, free Assange, free freedom. Free speech, free Snowden, free freedom. Free speech, free many, free freedom. Free whistleblower, free whistleblower. Wie es ist, Revolutionäre kann man einsperren, aber nicht die Revolution. Was ist es bitte für eine Perversion von Gerechtigkeit? Sprich die Wahrheit und du brauchst ein schnelles Pferd und dann wirst du angezeigt. Einfach weggesperrt, also trittst du ein in den Hungerstreik. Ey, den Medien, dem mangelt es an Glaubwürdigkeit. Stell dir vor, du hättest noch genau eine Minute Zeit, um deinen Nächsten das Leben zu retten. Währenddessen wärst du in Ketten und umgeben von Skeletten. Vergess mal die Tabletten, willst du mich jetzt stressen oder doch verrecken? Was wir brauchen ist am besten ein bisschen von den Resten Mut. Das ist kein Betrug, wenn ich sage, alles wird wieder gut. Doch bis dahin, Mann, lest ihr mal das Diagramm von dem Beidermann zu dem Thema Zwang und dann seht ihr, was sie machen mit den Kriegsgefangenen. Free speech, free Assange, free freedom. Free speech, free Snowden, free freedom. Free speech, free many, free freedom. Free whistleblower, free whistleblower. Free speech, free Assange, free freedom. Free speech, free Snowden, free freedom. Free speech, free many, free freedom. Free whistleblower, free whistleblower. Sie wollen, dass wir leben, sie verlieren, aber wir sind nicht umsonst hier. Sie können uns löschen, sperren, sie können uns zensieren, aber sie kriegen uns niemals weg. Nein! Kritik kann kein Verbrechen sein, sperrt die wahren Gangster ein. Lass die Whistleblower frei. Der Bote wird geköpft. Der Bote wird verfolgt. Der Bote, der sagt, Großbritannien und die USA haben Kriegsverbrechen veröffentlicht und die Beweise veröffentlicht hat. Dieser mutige Journalist ist über mehr als 10 Jahre schon seiner Freiheit beraubt. Er sitzt in London in einem Hochsicherheitsgefängnis, nur für die Veröffentlichung von Kriegsverbrechen. Deswegen sind wir hier. Wir sagen, wir brauchen die Pressefreiheit. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Großbritannien, lasst ihn frei! Wovon? Lasst ihn frei! Wovon? Lasst ihn frei! Wovon? Lasst ihn frei! Wovon? Wir wollen informiert
erreicht hat, die Brutalität und die Kriegsverbrechen der großen westlichen Supermacht. Und wir stehen hier und sagen, wir, auch wenn es schmerzt, wir wollen wahre Informationen bekommen. Und wir stehen weiter hier, bis Julian Assange frei ist. Und wir lassen uns unsere Pressefreiheit, unsere Meinungsfreiheit nicht nehmen. Großbritannien! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Es gibt gerade von Amnesty International eine Aktion, an der sich jeder beteiligen kann. Einfach auf amnesty.de klicken. Amnesty macht eine Aktion zur Freiheit von Julian Assange. Aber die USA hat, wie wir gerade schon vor der US-Botschaft gehört haben, sie lässt die Anklage gegen Julian Assange nicht fallen. Das heißt, der Familienvater von zwei kleinen Kindern, der seit 10 Jahren nicht mehr in Freiheit ist, er kam immer noch nicht zu seiner Familie. Obwohl die Auslieferung an die USA im ersten Gerichtsverfahren abgelehnt worden ist, ist er nicht auf freien Fuß. Und das war schon Anfang Januar. Es ist ein Skandal. Es wird extra Recht, sozusagen extra legales Recht, gegen Julian Assange angewendet. Wir brauchen mutige Journalisten wie Julian Assange. Wir brauchen ihn für die Pressefreiheit. Und wir verwehren uns dagegen, gegen diesen schlimmen Angriff auf unsere Pressefreiheit, auf die Meinungsfreiheit. Es ist ein Angriff auf die Demokratie. Die Demokratiefeinde, die Verfassungsfeinde sitzen hier in der Regierung von Großbritannien, genauso wie von der USA, wenn sie nicht endlich aufhören, Whistleblower und investigative Journalisten zu verfolgen, die nichts weiter machen, als das öffentliche Interesse mit wahren Informationen zu beliefern. Freiheit für Julian Assange! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free! Free! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Kein Verbrechen! Journalismus ist kein Verbrechen! Verschärft heute, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben standhaft hier vor Ort. Also ich wollte euch was erzählen zu dem Gerichtsurteil, zu dem Gerichtstermin, der am 11.
8., also in einer Woche, stattfinden wird für die US-Staatsanwaltschaft, dass sie sich da nochmal zu Julian Assange aufstellt. Ich habe eine E-Mail aus der Pressestelle von der New York, ja, aus der CPS-Pressestelle, und die geht an Charlie Savage von der New York Times. Das war am 7. Juli in diesem Jahr. In der Erklärung steht, wir haben keine Erklärung, aber wir können also keine offizielle Erklärung, sondern wir können nur einen Auszug aus dem heutigen Urteil veröffentlichen von den Briten, ja, zur Revision. Den USA wurde eine eingeschränkte Berufungszulassung erteilt, die auf 3 bis 5 Gründe beschränkt ist. Und zwar in den Punkten A, B und E, die erzähle ich euch gleich. In diesen Punkten wurde ihnen die Zulassung erteilt und in den Punkten C und D wurde sie verweigert. Also Punkt A ist, der erste Grund ist, dass die Richterin bei der Anwendung des Tests nach Abschnitt 9.1 des Gesetzes von 2003 Rechtsfehler begangen hat. Also Frau Berazza hat irgendwas nicht ganz verstanden und das wirft jetzt die US-Staatsanwalt ihr vor. Hätte sie die Prüfung korrekt durchgeführt, hätte sie Herrn Assange nicht entlassen. Also das ist der erste Punkt. Und in diesem Punkt kann die USA jetzt das Urteil anfechten. Der zweite Punkt B, die Richterin hätte, nachdem sie entschieden hatte, dass der Schwellenwert für die Entlastung nach Abschnitt 9.1 erfüllt war, den ersuchenden Staat von ihrer, also die USA, von ihrer vorläufigen Auffassung in Kenntnis setzen müssen, um ihm die Möglichkeit zu geben, dem Gericht Zusicherungen zu geben. Also das weiß ich natürlich nicht, ob das üblich ist, dass Richter erstmal die Gegenseite oder vielmehr die eine Seite informieren, damit die sich dann nochmal ein bisschen vorbereiten können und nochmal was nachreichen können. Das klingt schon etwas merkwürdig in meinen Augen, muss ich sagen. Aber gut, so ist es jetzt hier aufgeführt, Punkt B. Punkt C, also da können die jetzt anscheinend nichts machen. Punkt C, drittens, hätte die Bezirksrichterin, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass der im Namen der Verteidigung hinzugezogene psychiatrische Hauptsachverständige, Professor Kopelmann, sie in einer wesentlichen Frage getäuscht hatte, seine Aussage für unzulässig erklären müssen. Das ist ja unglaublich, was da behauptet wird. Sehr verdienter, sehr bekannter Professor wird da in dieser Revision einfach behauptet, der hätte da sie getäuscht. Das wird aber gar nicht verhandelt. Okay, ich lese mal weiter. Alternativ dazu hatte die Bezirksrichterin, wenn man sagen könnte, dass eine mangelnde Unabhängigkeit eher das Gewicht als die Zulässigkeit betraf, seinem Gutachten über die Schwere des psychischen Zustandes von Herrn Assange kein oder weitaus weniger Gewicht beimessen müssen, als sie es tat. In Klammern erst recht, wenn zwei zusätzliche und völlig unabhängige Sachverständige anderer Meinung waren. Ja, die USA haben natürlich ihre eigenen Psychiater da vor Ort gehabt, damals vor einem halben Jahr bei Gericht. Hätte sie diese Beweise nicht zugelassen oder ihnen kein angemessenes Gewicht beigemessen, hätte die Bezirksrichterin Herrn Assange nicht gemäß Abschnitt 9.1 entlassen. Gut, also das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Geschichte, aber ihr habt es ja jetzt gehört, darauf darf aber dann doch nicht eingegangen werden. Es ist aber einer der Punkte, die USA versucht haben, eben doch dadurch das Gerichtsurteil abzuwenden. So, der vierte Grund, Nummer D, wurde auch verweigert, und zwar der Grund, dass die Bezirksrichterin bei ihrer Gesamtbewertung der Beweise
für die Selbstmordgefahr einen Fehler begangen hat. Gut, also welcher Fehler, wissen wir jetzt nicht. Das ist jetzt ja auch nur kein offizielles Schreiben, sondern nur etwas, was an die New York Times gegangen ist, damit die Bescheid wissen. Und nachher in der Revision wird es auch nicht verhandelt werden, dieser Punkt. Ist nicht zugelassen worden. Nummer E, der fünfte Grund, allerdings ist wieder zugelassen worden. Der Grund ist, dass die Vereinigten Staaten dem Vereinigten Königreich ein Paket von Zusicherungen gegeben haben, die auf die spezifischen Feststellungen der Bezirksrichterungen in diesem Fall eingehen. Insbesondere haben die Vereinigten Staaten zugesichert, dass gegen Herrn Assange keine SAMs verhängt werden und er nicht im ADX inhaftiert wird. Okay, das erkläre ich jetzt kurz. SAMs, SAM, das sind Special Administrative Measures, also besondere administrative Maßnahmen für Gefangene, also ganz hohe Sicherheitsstandards in den Gefängnissen. Die werden auch als Supermax Prison bezeichnet. Da sind die Menschen wirklich in diesen Gefängnissen in Beton wie lebendig begraben. Ganz schlimme Gefängnisse, es gibt vielleicht so 10 davon. Und das ADX in den USA, das ADX, Super Maximum Security Prison, Florence in Colorado, das soll das sicherste Gefängnis in den USA sein. Das ist noch ein bisschen sicherer, in Anführungsstrichen, als diese SAMs. Todsicher. Also, ja, genau. Todsichere Gefängnisse. Ich glaube, die haben so 2x3 Meter Platz dran. Da passt das Bett rein und die Toilette und mehr brauchen die ja dann nicht. Der fünfte Grund also. Dass die USA jetzt sagen, er wird nicht in ein Supermax-Prison kommen und er wird auch nicht im ADX inhaftiert werden. Der wird aber eingeschränkt. Nämlich, es sei denn, er würde nach Abgabe dieser Zusicherung etwas tun, was die Voraussetzungen für die Verhängung von SAMs oder ADX, also eine Einweisung in die ADX, erfüllt. Ja, dann fragt man sich, was das für eine Zusicherung der USA ist, weil Assange ja jederzeit irgendetwas tun könnte, um eine Verhängung herbeizuführen, die ihn dann in so ein Supermax-Prison führt. Die Vereinigten Staaten haben dann, also zu dieser ersten Zusicherung, noch eine zweite Zusicherung gegeben, nämlich die Überstellung von Herrn Assange nach Australien, um eine gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe dort zu verbüßen. Und das wäre was ganz Tolles, aber es ist auch eigentlich völlig unüblich, das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Okay, also das war jetzt die E-Mail, die der Reporter der New York Times bekommen hat und den letzten Absatz finde ich besonders pervers. Die USA erlauben sich, einen australischen Mitbürger auf europäischem Boden in ein Gerichtsverfahren zu verwickeln, das ihn in die USA ausliefern soll. Und dann, nachdem womöglich eine Verurteilung in den USA stattgefunden hat, entledigen sie sich seiner, indem sie ihn nach Australien dann schicken. Ja, das ist doch praktisch. Da müssen die Australier eben für die Kosten des Gefängnisses aufkommen. Super. Okay, das war's von mir erstmal zu diesem neuen. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass ihr wieder beim Regenwetter, noch wenn die Sonne scheint, Julian Assange vergesst. Wir sind hier für die Pressefreiheit. Wir sind hier, weil ein Journalist, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, nur deshalb seit jetzt über 10 Jahren seiner Freiheit beraubt ist.
und jetzt seit bald 2,5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, in London. Also nicht in irgendeiner von den in unseren Medien immer wieder geschmähten Bananenrepubliken oder bei irgendwelchen Regimen, wo man sagt, denen traut man das zu, dass die permanent gegen die Menschenrechte verstoßen. Nein, auf Veranlassung der USA, und deswegen stehen wir hier vor der Botschaft der USA, um dagegen zu protestieren, dass der investigative Journalist Julian Assange, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, deswegen verfolgt wird. Und wir haben es gerade gehört von Almut, die USA haben Widerspruch eingelegt, weil im Januar dieses Jahres hatte eigentlich das Gericht in London gesagt, er wird nicht ausgeliefert, nicht weil ihm da 175 Jahre Haft erwarten, sondern weil sie meinen, er würde das nicht überleben. Sein Gesundheitszustand wäre halt so angegriffen, dass er nicht an die USA überstellt werden kann. Und natürlich haben die USA jetzt gesagt, wir können dafür garantieren, dass dem hier nichts passiert. Und insofern versuchen sie das jetzt gerade zu kippen. Und deswegen stehen wir hier. Ich habe hier zwar einen schönen langen Text, aber ich werde den jetzt nicht vorlesen. Ich werde es einfach mal kurz versuchen, so auf den Punkt zu bringen. Was ist Positives passiert, seitdem wir hier unsere richtig große Veranstaltung hatten, am 3. Juli zum Geburtstag von Julian Assange, da war der Platz hier voll. Amnesty International hat sich jetzt endlich das Thema Freiheit für Julian Assange und dass die USA die Anklage fallen lassen sollen, auf die Fahnen geschrieben. Nicht mehr nur die Sektion in Österreich, sondern auch die deutsche Sektion. Man kann auf die Seite amnesty.de zum Beispiel gehen. Sie haben eine E-Mail-Aktion gemacht und man kann eine Petition unterschreiben an den, ich glaube, das war der Staatsanwalt der USA, dass er das Verfahren gegen Julian Assange einstellen soll. Sie haben halt geschrieben, dass er verfolgt wird aufgrund der Veröffentlichung auf WikiLeaks und das sollen die USA jetzt endlich bleiben lassen. Das ist ein etwas Positives. Da freuen wir uns darüber. Über lange Zeit, über viele Monate haben immer wieder Aktive, auch von uns, Amnesty angeschrieben, sind persönlich vorbeigekommen, haben gesagt, tut endlich was. Er ist ein gewaltfreier, politischer Gefangener. Ich füge mal dazu, des Westens. Und setzt euch für ihn ein. Ihr tut das überall auf der Welt. Warum nicht, wenn es jetzt halt einfach mal um die USA geht und um Großbritannien, die hier einen westlichen, Assange ist Australier, einen Journalisten verfolgen und seine Freiheit berauben und ihm androhen 175 Jahre Folterhaft. Negatives, leider auch, denn der Fall Julian Assange ist ein Symbol, etwas, wo sich kristallisiert, was hier bei uns, in Deutschland, im Westen, in den USA, in Großbritannien, in der EU, was hier schief läuft. Wirkliche investigative Journalisten werden verfolgt und diejenigen, die nur das wiederkäuen, was Regierungen oder Nachrichtenagenturen sagen, die können selbstverständlich weiterarbeiten, aber die Journalisten, die wirkliche Arbeit tun, wofür die Pressefreiheit benötigt wird in einer demokratischen Gesellschaft, die werden verfolgt. Unter anderem ein ganz wunderbarer Mensch. Wir haben oft schon von ihm was vorgelesen. Er hat
den gesamten Prozessverlauf war er anwesend und hat jeweils berichtet davon. Craig Murray, ein ehemaliger Botschafter von Großbritannien, der sich auch da schon angelegt hat, rausgeworfen wurde, und ein großartiger Journalist, der muss jetzt eine 8-monatige Haftstrafe antreten. Das heißt, er hat sie bereits angetreten. Er durfte schon nicht nach Spanien fahren, wo ein Prozess läuft gegen die Firma, die die ecuadorianische Botschaft bewacht hat und letztendlich ein Livestream an die US-amerikanischen Dienste verkauft hat von Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft. Craig Murray ist selber dort auch überwacht worden, ebenso wie die Anwälte von Julian Assange. Und in diesem Verfahren durfte er also nicht als Zeuge auftreten, weil Großbritannien ihm seinen Pass weggenommen hat. Ja, und jetzt kommen wir dazu, warum? Und das ist die Sache, der man sich einfach klar werden muss. Die Pressefreiheit und damit die Meinungsfreiheit in unseren westlichen Staaten steht unter extremen Beschuss. Der Grund, weshalb Craig Murray jetzt 8 Monate in Haft muss, und er ist bei keiner guter Gesundheit, das hat alles nicht gestört, die Richter, ist etwas wieder völlig Neues. Ähnlich wie Julian Assange für ihn auch extra Recht geschaffen wurde, ist auch für Craig Murray eine sogenannte Puzzle-Identifikation ihm zum Verhängnis geworden. Und das heißt, wenn aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen man auf bestimmte Personen schließen kann, die zum Beispiel Zeugen in einem Gerichtsverfahren waren, irgendjemand veröffentlicht etwas in einem Buch, jemand schreibt einen Artikel in einer Zeitung, jemand veröffentlicht etwas auf seinem Blog, und höchstwahrscheinlich wird derjenige, der in der Zeitung was veröffentlicht hat, nicht belangt, aber derjenige, der es in einem Blog veröffentlicht hat. Und genau für so etwas völlig Irres sitzt jetzt Craig Murray 8 Monate ein. Das heißt, die Angriffe gegen die Pressefreiheit gehen immer weiter. Und die Zielsetzung ist letztendlich zu sagen, die Macht, die Regierung bestimmt, wer ein Journalist ist und wer nicht. Und damit ist die komplette Pressefreiheit ausgehebelt. Das ist das, worum es geht. Und wir stehen jetzt hier schon 2, 2,5 Jahre bald, weil wir gesagt haben, an dem Fall Julian Assange ist uns etwas aufgefallen. Es ist uns aufgefallen, welche schlimme Entwicklung unsere Gesellschaft nimmt. Welche schlimme Entwicklung der Westen nimmt. Wir sind keine mündigen Bürger mehr, wenn wir keine richtigen Informationen mehr bekommen, sondern nur noch Regierungspropaganda. Und die können lügen, was sie wollen. Das ist dann die Wahrheit. Weil investigative Journalisten, die nicht bei einem Konzernmedium angeschlossen sind, denen wird letztendlich der Status eines Journalisten genommen. Und Julian Assange hat wirklich, ich weiß nicht, welchen Journalistenpreis er noch nicht bekommen hat. Aber das ist letztendlich die Zielsetzung, die unsere Mächtigen betreiben. Die Pressefreiheit auszuhöhlen, letztendlich wirklich zu zerstören und ganz, ganz hart gegen Whistleblower vorzugehen. Das war der andere schlimme Fall, der jetzt gerade eingetreten ist. Es wäre mir lieber, ich könnte mehr gute Nachrichten verbreiten.
der Whistleblower Daniel Hall, ist derjenige, dem wir es zu verdanken haben, dass wir wissen, wie die Drohnenmorde weltweit geschehen, wie es technisch abläuft, dass über 90% der durch Drohnenmorde ermordeten Zivilisten sind, Menschen, die überhaupt kein Ziel darstellen, egal wo, ob im Jemen, ob in Afghanistan, ob im Irak, egal wo die USA ihre Drohnenmorde verüben, es sind immer um die 90% Zivilisten, die getötet werden. Diese Kenntnis und auch die Rolle, die Deutschland damit spielt, nämlich die Relaisstation in Ramstein, wissen wir nur und können wir nur sicher behaupten, weil dieser Daniel Hale das geleakt hat. Also das heißt, er hat die Informationen entwendet, hat sie an die Zeitung gegeben, ans Intercept, die haben das veröffentlicht und ja, und dafür muss er jetzt auch sehr lange ins Gefängnis, ich glaube fast 4 Jahre, oder? 78 Monate. 78 Monate, kann jeder sich ausrechnen. Und das auch nur, weil er dann sich auf einen Deal einlassen musste, sonst wäre er für 13 Jahre ins Gefängnis gegangen. Für die Veröffentlichung von, also für das Whistleblowing von wahren Informationen. Das heißt, der Kampf unserer Regierung, der Regierung des Westens, ist ein Kampf einerseits gegen Whistleblower und andererseits gegen Journalisten, die das veröffentlichen. Und das heißt, wir sollen von wahren Informationen abgeschnitten werden. Wie können wir dann noch richtige Entscheidungen treffen? Wie können wir eine Wahl treffen? Wie können wir uns verabreden zu Demonstrationen? Weil wir uns moralisch entrüsten über Sachen, die passieren, wenn wir es gar nicht mehr wissen. Wenn wir nur noch permanente Regierungslügen, Regierungspropaganda als einziges auf den Tisch bekommen, als einziges in den Fernseher, als einziges in die Zeitung und vor allen Dingen auch als einziges im Internet lesen können, dann ist die Meinungsfreiheit tot und nicht nur die Meinungsfreiheit, dann ist die Demokratie tot. Wir haben ja, ich weiß ja nicht irgendwie, gut, wir haben jetzt Parlamentarismus, es wird immer weniger, was man hier in diesem Land überhaupt dann noch Demokratie nennen kann. Und deswegen sind wir hier. Wir sehen, es gibt eine unglaublich schlimme Entwicklung. Und derjenige, der Kriegsverbrechen aufdeckt, der wird bestraft. Wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, dann ist klar, irgendetwas stimmt hier nicht in dieser Welt, in der wir gerade leben. Denn das, was man jedem kleinen Kind sagt, dass schlechte Handlungen negative Konsequenzen haben, daran halten sich die an der Spitze der Machtpyramide nicht. Und sie greifen auch nicht ein, wenn vielleicht irgendwelche Militärangehörigen selbstherrlich etwas machen. Das heißt, das Recht auf Leben ist antastbar. Die Würde des Menschen ist antastbar. Und das stellt alles auf den Kopf, an das eigentlich jeder vernünftige Mensch glaubt. Dann kann man nur sagen, wenn das Aufdecken von Verbrechen, das Aufdecken von Kriegsverbrechen bestraft wird, aber nicht das Begehen von Verbrechen, dann werden wir von Verbrechern regiert. Das muss man so klar sagen. Und auch wenn es immer schwieriger gemacht werden sollte, Protest auf die Straße zu bringen, dann müssen wir es im Kleinen sagen. Dann sagen wir es in der S-Bahn, in der U-Bahn. Dann sagen wir es auf der Arbeit.
Es kann nicht sein, dass die Mächtigen dieser Welt Verbrechen begehen können und nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist genau das, was Julian Assange mit WikiLeaks gemacht hat. Zwar nicht juristisch, aber zumindest, dass die Öffentlichkeit Bescheid weiß, was für Verbrechen geschehen. Und dann liegt es an uns, dann liegt es an uns der Öffentlichkeit, darauf zu drängen, dass das nicht mehr so weitergeht. Und dazu müssen wir uns informieren, wir müssen miteinander reden und wir müssen gucken, dass wir mehr und mehr Menschen guten Willens zusammenbekommen. Wir haben hier schon viele kleine und auch etliche große Veranstaltungen gemacht. Und ich denke, um es positiv zu sehen, wir haben geschafft, dass ein Meinungsumschwung mit eingetreten ist. Der Blick auf Julian Assange ist nicht mehr der Blick auf den Dreck, mit dem er beworfen worden ist, sondern immer mehr Menschen bekommen mit, was hier passiert. Und deswegen sind wir hier und deswegen sind wir jeden Monat hier. Immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat hier vor der US-Botschaft oder vor der britischen Botschaft, um zu sagen, es geht so nicht mehr weiter. Diese Rechtlosigkeit und diese Unverantwortlichkeit an der Spitze der Machtpyramiden. Wir wollen das nicht mehr. Und der klarste Ausdruck dazu heißt Freiheit für Julian Assange. Wir wollen wahre Informationen bekommen. Und wir wollen, dass die Verbrecher bestraft werden und nicht diejenigen, die über das Verbrechen berichten. Und wir protestieren dagegen. Und wir protestieren und sagen Freiheit für Julian Assange. Free Assange. Ich hab nun lang genug geschwiegen, doch hiermit breche ich das Schweigen. Ich nehme 10 Minuten Zeit, um diesen Text hier zu schreiben. Hier geht's um Meinungsfreiheit und um die Freiheit der Presse. Die meisten Künstler halten diesbezüglich leider die Fresse. Und auch die ganzen Journalisten, mit euch bin ich fertig, denn ihr hetzt in den Berichten, schreibt nur im Sinne der Herrschenden. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der groß die Presse studiert, weil ich sehe, wie ihr lügt. Ihr habt euch prästituiert, ihr verschweigt die gezielten Tötungen mittels Joystick, also gebt ich einen Scheiß auf die Story, die man von euch kriegt. Das geht gar nicht, ich sag's drastisch, laut und ohne Nachsicht. Ihr attackiert den Botschafter anstelle der Nachricht. Mit eurer Ignoranz seid ihr die eigentlichen Schreibtischtäter. Jede Headline von euch bedeutet Schweigverräter. Ihr heuchelt ohne Ende. Ich schätze Leute, die das aufzeigen oder die Kamera anmachen und dann einfach mal draufhalten, damit ihr noch mehr mitkriegt vom sogenannten Wertewesten. Ihr heuchelt die Wahrheit, ich werde weiter eure Werte testen. Seht, wohin die Lügen uns führen. Ich kann's bestätigen, weil ihr euren Job nicht macht, gibt's die alternativen Medien von KenFM, Gunnar Kaiser. Nach der gesagten Tichys Einblick schätze ich alle Portale mit objektivem Weitblick. Und auch von Eingeschenkt TV, Reitschuster bis zum Rubicon, wurde berichtet in Artikeln, Formaten mit großem Publikum. Transparenz bringt hier erst die notwendige Klarheit, denn Kriege beginnen immer mit der Zerstörung der Wahrheit. To share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction. Free speech, free Assange, free freedom. Free speech, free Snowden, free freedom. Free speech, free Manning, free freedom. Free whistleblower, free whistleblower. Free speech, free Assange, free freedom. Free speech, free Snowden, free freedom. Free speech, free Manning, free freedom. Free whistleblower, free whistleblower. Free speech, free Assange, free freedom.